Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen heißt lügen. Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen heißt lügen. Ich soll, ich muss, doch will ich nicht nach jener Herren vergnügen. Ich tu nicht, was ein Fronfuch spricht. Rebellen kennen bessere Pflicht, als sich ins Joch zu fügen. Sich fügen heißt lügen. Sich fügen heißt lügen. Der Gefangene. Ich hab's mein Lebtag nicht gelernt, mich fremdem Zwang zu fügen. Jetzt haben sie mich einkasernt, von Heim und Weib und Werk entfernt. Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen heißt lügen. Ich soll, ich muss, doch will ich nicht nach jener Herren Vergnügen. Ich tu nicht, was ein Fronvogt spricht, Rebellen kennen bessere Pflicht, als sich ins Joch zu fügen. Sich fügen heißt lügen. Der Staat, der mir die Freiheit nahm, der folgt mich zu betrügen, mir in den Kerker ohne Scham, ich soll dem Paragraphenkram mich noch in Fesseln fügen. Sich fügen heißt lügen. Stellt doch die Frevler an die Wand, so kann's euch wohl genügen, denn eher dorre meine Hand, ehe ich in Sklavenunverstand der Geißel mich soll fügen. Sich fügen heißt lügen. Doch bricht die Kette einst in zwei, darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen, Tyrannei, dann ruf ich's in das Volk, sei frei, verlern es, dich zu fügen. Sich fügen heißt lügen. Das, was ihr hier gerade eben gehört habt, ist ein Gedicht mit dem Titel Sich fügen heißt lügen und der Autor dieses Gedichtes, der trug den Namen Erich Mühsam. Erich Mühsam, das war ein Anarchist, der von 1878 bis 1934 gelebt hat und der in Deutschland zu den wichtigsten Vertretern des kommunistischen Anarchismus gehört hat. Und Erich Mühsam, der ist heute vor 138 Jahren geboren worden. Am 6. April hat er in Berlin das Licht der Welt erblickt. Und das wollen wir uns hier mal zum Anlass nehmen, um an diesen libertären Literaten und Lebemann zu erinnern. Volker von Radio Dreieckland gibt zunächst eine kurze Zusammenfassung des Lebens von Erich Mühsam. Erich Mühsam wird 1878 in Berlin als Sohn jüdischer Eltern geboren. Er wächst ja zunächst mal bürgerlich auf, besucht das Gymnasium, ist früh schriftstellerisch und publizistisch tätig, weil er einen Artikel dann in der Stadtzeitung über Interna seiner Schule veröffentlicht, wird er dann von der Schule verwiesen, macht eine Apothekerlehre, ist dann aber rasch eigentlich überwiegend publizistisch tätig, eine Aufgabe, die er im Rahmen seines libertär-anarchischen Verständnisses dazu nutzen möchte, gesellschaftlich was zu verändern, weil er praktisch keine existierenden Publikationen findet, die seine Schriften veröffentlichen wollen oder können, gründet er verschiedene eigene Zeitschriften. Die beiden bekanntesten sind wohl die Kain, also nach diesem biblischen Bruder da, und das Fanal. In den späten 20er Jahren arbeitet er in der Roten Hilfe mit. Er begreift dies als Versuch, sich gegen den Nationalsozialismus, der immer stärker wird, zu stellen, aber auch gegen die Reaktion, gegen die bürgerliche Gesetzgebung und die Klassenjustiz der Weimarer Republik. Trotzdem ist diese Zusammenarbeit mit der kommunistisch geprägten Rote Hilfe nicht unumstritten in libertär-anarchistischen Kreisen. 1933 mit der Machtübertragung an die Nationalsozialisten ist Erich Mühsam aus den unterschiedlichsten nachvollziehbaren Gründen sehr gefährdet. Er weiß das auch und plant seine Flucht. Leider sind die Nazis dann einen Schritt schneller und verhaften ihn und bringen ihn am 10. Juli 1934 im KZ Oranienburg um. Soweit eine schnelle Kurzbiografie von Erich Mühsam, an den wir hier anlässlich seines Geburtstages heute erinnern wollen.
Und eine Sache, die in dieser Kurzzusammenfassung nicht genannt wurde, die aber doch sehr relevant ist, ist, dass Erich Mühsam sich als Bildungsminister an der Münchner Räterepublik beteiligt hat. Die Münchner Räterepublik, das war im Jahr 1919, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg, der Versuch im Freistaat Bayern, einer sozialistischen Republik zu etablieren. Ein Versuch, der jedoch mit Gewalt niedergeschlagen wurde. Überhaupt ist der Name Erich Mühsam eng mit der Stadt München verbunden. Erich Mühsam war eine zentrale Figur der Schwebinger Bohem. Wir wollen hier Erich Mühsam mit seinen Erinnerungen selbst zu Wort kommen lassen. Jedoch nicht an seine Bohemzeit, sondern an seine Kindheit. Ihr hört einen Tagebucheintrag von Erich Mühsam, gelesen von Philipp Meyer von Roden. Chateau Douai, Freitag, 2. September 1910. Meines Vaters 72. Geburtstag. Das Datum weckt in mir Gefühle, die fernab sind von kindlicher Freude und fröhlicher Mitfeier. Bei allen guten Gefühlen, die ich mir noch für meinen Vater erhalten habe, bei allem Respekt vor vielen Zügen seines Charakters, bei aller Sympathie, die wohl im Blut liegt, bei allem Mitleid an den mancherlei Nöten, die er trägt, an denen selbst, zu denen ich Ursache bin, das Gefühl der Dankbarkeit, das noch im Empfinden des Kindes gegen die Eltern als das Natürlichste gilt, ist mir völlig verloren gegangen. Wenn ich mich frage, wofür soll ich ihm danken, so fällt mir in der Tat nichts weiter ein, außer der Tatsache, dass er mich gezeugt hat, und die Gedanken, die sich hieran anschließen, sind so bitter, dass sie mir Franz Morsche Betrachtungen nahelegen. Wahrhaftig, dass er mich ernährt hat, erhebt ihn, der es ohne Not konnte, nicht über andere Menschen, nicht über arme Tagelöhner, die viele Kinder von Hunger schützen und liebend betreuen. Dass er mir einige Schulbildung ermöglichte, solange bis ich selbst mich voll Ekel aus der Schule davonmachte, das ist kein Grund zu Dankgesängen. Tat er es doch gewiss nicht, um mich zu dem zu machen, was ich werden wollte und musste, zu dem, was ich ward. Es steigt etwas wie Hass in mir auf, wenn ich daran zurückdenke. Wenn ich mir die unsagbaren Prügel vergegenwärtige, mit denen alles, was an natürlicher Regung in mir war, herausgeprügelt werden sollte. Man kannte meine Neigung, Bücher zu lesen. Nie erhielt ich welche geschenkt, und als man dahinter kam, dass ich nachts heimlich aufstand, an den Bücherschrank der Eltern ging und mir die Werke Kleists, Goethes, Wielands, Jean-Pauls herausholte, da verschloss man den Schrank und nahm mir die einzige Möglichkeit, meine tiefe Sehnsucht zu befriedigen. Geld bekam ich nie in die Hand. Als ich es mir dadurch erschwindelte, dass ich vorgab, hier und da Schreibhefte, Bleistifte und so weiter zu gebrauchen, da wurde ich in der grauenhaftesten Weise geschlagen. Ich denke mit wahrem Grauen an die Tage, wo ich herumschlich, angstvoll auf die versprochenen Keile zu warten. Denn mir war für ein so schreckliches Verbrechen, dass ich 20, 30 Pfennige unterschlagen hatte, denn mein Vater drückte sich in solchen Fällen gern möglichst juristisch aus, eine dreifache Auflage von Prügeln zudiktiert worden. Das heißt, ich hatte an 3 Tagen hintereinander mich zum Empfang der Strafe zu melden. Etwas Haarsträubenderes an viehischer Grausamkeit ist wohl nie ausgesonnen worden, und ich war wohl 12, 13 Jahre alt, voll kindlicher, erwachender Sehnsucht und tiefer empfindend als andere Jungen. In der Schule war ich faul wie die Sünde. Nie kam jemand auf den Gedanken, dass ich, dessen Gewecktheit eine leichte Auffassung jeder bemerken musste, falsch angefasst wurde. Hätte ich verständnisvolle Lehrer, womöglich Privatlehrer gehabt, ich hätte gern mit Hingebung gelernt. So wurde ich nur immer gehauen und gestraft, gestraft auch seelisch damit, dass ich nie teilnehmen durfte an Ausfahrten oder anderen Vergnügungen der Geschwister, gestraft durch geringschätzige Behandlung und wahrhaft raffinierte Mittel, ein kindliches Gemüt zu kränken. Und dabei stets der Stolz des Vaters auf seine Erziehungsmethode, der Stolz dieses Mannes, der nicht erkennen konnte, dass seine Kinder nicht alle gleich geartet waren, dass 3 so waren, wie er sie haben wollte, brav, fleißig, gehorsam und nur ich aus der Art schlug. Alles immer in der besten Absicht, in wahrhaft gutem Bestreben für mich. Und ich ging hinaus und hielt mich schadlos für alles durch ausgelassene Streiche, durch alle möglichen Erfindungen des Unfugs, und immer wieder gab's Strafen und Tadel, und das Lernen wurde mir zum Ekel und das Leben so früh schon zum Überdruss. Und immer wusste ich doch dabei, wer ich war. Stets fühlte ich den Erlesenen in mir, den, dem unter allen Großes vorbehalten war. Einmal, da mag ich wohl an 15 Jahre gewesen sein, vertraute ich nur in Andeutungen meiner Mutter, wie ehrgeizig ich sei
und mir schien damals, als verstände sie mich und glaubte mir. Aber sie war eine schwache Frau und der Vater führte unbedingt das Regiment im Hause und war ihr selbst absolute Autorität. So ließ sie es geschehen, dass er mich mit seiner fürchterlichen Erziehungsmethode nach Schema F misshandelte. Als ich Quartaner war, sollte ich Musikunterricht haben. Das Instrument durfte ich selbst wählen und wählte das Cello. Ein Vierteljahr hatte ich Stunden, dann aber brachte ich ein schlechtes Zeugnis heim und es hieß, die Musik halte mich von den Schularbeiten zurück. So wurden die Cello-Stunden eingestellt und ich kann bis zum heutigen Tage kein Instrument spielen. So strafte mich mein Vater für ein schlechtes Zeugnis fürs ganze Leben. Dann machte ich den dummen Streich, der meine Relegation aus der Untersekunda zur Folge hatte. Herrgott, waren das Tage zu Hause! Wie ein Verfemter wurde ich angesehen, und als ich dann einmal in den Ferien zu Hause war und kam von einem Lachswerkkonzert erst um 21:45 zurück, da machte mir mein Vater selbst die Korridor auf und empfing mich, den 18-jährigen Menschen, weil ich eine Viertelstunde zu lange ausgeblieben war, mit einer schallenden Ohrfeige. Die brennt mir heute noch im Gesicht, wenn ich daran denke. Ach, und später. Ich wollte Schriftsteller werden, berichtete ich meiner Mutter, als ich glaubte, ich würde es in der Apothekerlehre nicht mehr aushalten. Tränen, Begütigungen, Aufregungen. Schließlich hieß es, gut, mach dein Gehilfenexamen, dann darfst du Schriftsteller werden. Die Mutter starb. Um den Vater in seinem Gram nicht zu kränken, gab ich meiner Schwester Margarete das heilige Versprechen, bis zum Examen würde ich mich von aller Literatur und allen Interessen, die mich bewegten, fernhalten, bis zum Gehilfenexamen. Ich hielt das Versprechen. Was es mich gekostet hat, kann kein Mensch ermessen. Ich machte auch das Examen. Dreiviertel Jahre darauf tat ich, was ich tun wollte und musste. Ich ging nach Berlin als Gehilfe und sprang von dort aus heraus, in die neue Gemeinschaft. Jetzt war ich Schriftsteller. Mein Vater in Verzweiflung. Er wollte mich aushungern. Gott sei Dank war ich stärker. Bis jetzt, 10 Jahre lang, bin ich Sieger geblieben in dem Kampf. 100 Mark gibt er mir monatlich. Gibt er mir? Ach, nachdem er mir das 5- bis 6-fache genommen hat. Als ich mündig wurde, ließ er mich den Verzicht auf die Zinsen des großväterlichen Erbes unterschreiben, weil es Unrecht sei, dass dem Vater diese Erbschaft zugunsten seiner Kinder entzogen sei. Konnte ich, als ich das unterschrieb, ahnen, in welche Not ich dadurch kommen würde? Gewiss, mich trifft an vielem selbst die Schuld. Wäre ich wie andere Leute ohne Sentiment für den Vater, ich hätte längst prozessiert, wäre längst zu meinem Erbteil gekommen. Müsste ich mich später auch aus dem väterlichen Reichtum mit dem Pflichtteil begnügen, das wird immer noch mehr sein, als all meine Freunde haben, meine besten Jugendjahre wären mir nicht verkümmert und versauert worden. Nun sitze ich da, mit 32 Jahren, immer noch von heute auf morgen in Angst, wovon leben, immer noch ohne eigene Wohnung, ohne Aussicht, dass es bald besser wird. Soll ich dem Vater den Tod wünschen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Sentimentalitäten, die mich daran hinderten. Am Ende bin ich jung und habe zwar nicht mehr das Leben, das ist verfuscht, hoffentlich aber doch noch wertvolle Strecken des Lebens vor mir und viele Arbeiten, zu denen ich Muße und Freiheit von Not und Entbehrung brauche. Er aber hat alles hinter sich. Schon hat sich das Alter bei ihm mit einer gefährlichen Herzschwäche gemeldet. Davon ist er wieder gesund geworden. Was ich ihm heute wünsche, ist ein heiterer Beschluss des Lebens, aber kein langes Verweilen mehr. Einmal aber, vor dem Ende, möge er noch in einem klaren Moment einsehen, wie viel Vorwurf und Strafe, die er mich hat kosten lassen, ihm für seine Erziehungsmethode gebührt. Soweit Erich Mühsam mit einigen Erinnerungen an seine Kindheit. Wenn es aber um so einen Anarchisten geht, dann darf es natürlich nicht bei solchen persönlichen Erinnerungen bleiben, sondern einen Anarchisten sollte man auch mit seinen politischen Ansichten zu Wort kommen lassen. Hören wir also, wie Erich Mühsam diesen Begriff verstanden wissen wollte, den Begriff der Anarchie. Anarchie bedeutet Herrschaftslosigkeit. Wer den Begriff mit keinem Gedanken verbinden kann, ehe er ihn nicht zur Zügellosigkeit umgedeutet hat, beweist damit, dass er mit den Empfindungsnerven eines Pferdes ausgerüstet ist. Anarchie ist Freiheit von Zwang, Gewalt,
Knechtung, Gesetz, Zentralisation, Staat. Die anarchistische Gesellschaft setzt an deren Stelle Freiwilligkeit, Verständigung, Vertrag, Konvention, Bündnis, Volk. Aber die Menschen verlangen nach Herrschaft, weil sie in sich selbst keine Beherrschtheit haben. Sie küssen die Talare der Priester und die Stiefel der Fürsten, weil sie keine Selbstachtung haben und ihren Verehrungssinn nach außen produzieren müssen. Sie schreien nach Polizei, weil sie allein sich nicht schützen können gegen die Bestialität ihrer Instinkte. Wo ihr Zusammenleben gemeinsame Entschlüsse verlangt, da lassen sie sich vertreten, die deutsche Sprache ist sehr feinfühlig, weil sie den eigenen Entschlüssen zu trauen nicht den Mut haben. Das politische Leben der zivilisierten Völker erschöpft sich, um den Pferdevergleich wieder aufzunehmen, im Ersinnen immer vollkommenerer Zügel, Sättel, Deichsel, Kandarren und Peitschen. Nur darin unterscheidet sich der arbeitende Mensch vom arbeitenden Pferd, dass er selbst hilft, verbesserte Systeme seiner Fesselung zu erfinden und sich anzulegen. Doch gleichen sich beide im Zutrauen zu ihrem starken Eisenbeschlag und in der Verhinderung seiner Anwendung durch Scheuklappen. Wissenschaftliche Läuterung hat die arbeitenden Menschen darüber aufgeklärt, dass die kapitalistische Verfassung sie des Ertrages ihrer Arbeit beraubt. Sie werden ausgebeutet und sie wissen das. Sie kennen auch den Weg, der zum Sozialismus leitet. Die Überführung des Landes mithin aller Arbeitsmittel aus den Händen Privilegierter in den Besitz des Volkes. Sie kennen den Weg seit einem halben Jahrhundert, aber sie haben ihn bis heute mit keinem Fuße betreten. Das Mittel zur Abänderung als schlecht erkannter Zustände heißt immer Aktion. Aber die Menschen unserer Zeit sind aktionsfaul. Um nichts tun zu müssen, haben sie die Theorie aufgestellt, dass sich die Geschichte nach materialistischen Notwendigkeiten entwickelt. Die Zeit funktioniert automatisch. Die arbeitenden Menschen aber warten ab, bis es der Zeit gefällig sein wird. Inzwischen flicken und putzen sie ihr Geschirr, schimpfen und wählen. Diese Interimsbeschäftigung ist ihnen zur Gewohnheit geworden, zum Bedürfnis, zum Lebenszweck. Dass sie auf etwas warten, haben sie darüber vergessen. Wie dem, der sie erinnert. Anarchie ist die Gesellschaft brüderlicher Menschen, deren Wirtschaftsbund Sozialismus heißt. Brüderliche Menschen gibt es. Wo sie beieinander sind, lebt Anarchie, denn einer Herrschaft bedürfen sie nicht. Was ihnen zu schaffen bleibt, ist Sozialismus. Die Aktion, die zum Sozialismus führt, heißt Arbeit. Wer nicht mitschaffen will, in brüderlicher Gemeinschaft sozialistische Arbeit zu verrichten, wer abwarten will, wie sich die Verhältnisse ohne sein Zutun entwickeln, der flicke und putze immerhin sein Geschirr, der schimpfe und wähle. Aber er nenne sich nicht Sozialist. Vor allem urteile er nicht über Anarchie. Denn die ist eine Angelegenheit der Herzen und davon versteht er nichts. Das also die Vorstellung, die sich Erich Mühsam von der Anarchie gemacht hat. Nun war aber Erich Mühsam nicht nur ein ernster politischer Denker, sondern er hatte durchaus Witz und dieser Witz, der tritt besonders in seinen zahlreichen Gedichten und Schüttelreim hervor. Hören wir einen solchen Schüttelreim. Eisenbahnroman. Sie brauchten nirgends umzusteigen, drum gab sie sich ihm stumm zu eigen, doch weil verkehrt die Weichen lagen, fuhr man sie heim im Leichenwagen. Humor, Anarchie und Sozialismus sind alles also Motive, die verbunden sind mit dem Schriftsteller Erich Mühsam, der heute vor 138 Jahren das Licht der Welt erblickt hat und der 1934 im KZ Oranienburg von Nazis ermordet wurde. Soweit hier eine Erinnerung im Mittagsmagazin an Erich Mühsam. Doch bricht die Kette eins, denn zwei. Darf ich in vollen Zügen dieser Nachmann Tyrannei, dann ruf ich's an, das Volk sei frei, verlern es dich zu fügen, sich fügen heißt lügen. Doch bricht die Kette eins, denn zwei, darf ich in vollen Zügen dieser Nachmann Tyrannei, dann ruf ich's an, das Volk sei frei, wer lernt es, dich zu fügen, sich fügen heißt lügen. Sich fügen heißt lügen.